Honoratioren der Stadt, die in den 30er Jahren sich zusammengetan haben und dieses Bauwerk wieder errichtet haben. Der erste, der höchste Glockenturm ist der von Ivan dem Großen in Moskau, auf dem Gelände des Kreml. Und die zweithöchste, der zweithöchste Glockenturm ist hier. Im Gedenken an die Grausamkeiten 1922, als hier die Leute reihenweise in die Ecke gebracht wurden. Und das ist die Ikone, die die Stadt vor der Pest bewahrt hat. Ja, schon ein beeindruckendes Bauwerk. Wunderschöne Holzhäuser sind hier in der Ecke, wo auch die Kirchen stehen. So, das ist die Einkaufspassage von Shuya. Einige Stellen auch ein leichter Sanierungsstau, aber sie sind fleißig dabei und restaurieren. Das ist das Kulturzentrum, wo wir gleich reingehen. Gibt es heute ein kleines Privatkonzert. Thank you.
Yeah.
Ja, es ist noch wirklich ein schönes Kulturhaus, was sie vor 20 Jahren wieder saniert hatten. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug in die russische Kunst und Kultur gefallen. Wenn ja, wäre schön, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wäre schön, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke drückt. Dann seid ihr quasi immer mit dabei.